Uns ist es gelungen, mit einem neuen Herstellungsverfahren wieder Salz in Bad Salzuflen zu produzieren. Ja, mein Name ist Stefan Krieger. Ich bin Geschäftsführer der Staatsbad Salzuflen GmbH und der Kurdirektor unserer schönen Stadt. Bad Salzuflen hat in seiner langjährigen Geschichte immer Berührungspunkte mit dem Thema Salz gehabt. Seit dem 11. Jahrhundert wurde Salz auf dem Salzhof produziert. Es wurden Gradierwerke erstellt, der Prozess wurde optimiert. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Produktion gestoppt werden. Und jetzt versuchen wir, dieses Thema Salz wieder lebendig zu gestalten in Bad Salzuflen. Vor circa 6 Monaten klingelte Herr Krieger dann an und fragt an, ob wir für das Staatsbad Bad Salzuflen Salz produzieren könnten. Und wir haben die Frage missverstanden. Wir dachten eigentlich, unser Salz wird ungelabelt und wir geben es dann rüber. Und es hat sich herausgestellt, nee, wünschen sich aus deren Sohle deren Salz. Das, was ich damals hier wieder fand, war ein altertümlicher Prozess. Also ein Prozess, der zeigt, wie man tatsächlich eine Sohle produzieren kann, noch nicht das Salz daraus, aber wir hier ein Produkt wiederfinden, nachdem es aufgradiert ist, die perfekte Basis haben und nutzen können, um bei uns Salz zu produzieren. Herausfordernd war natürlich die Anfrage von Bad Salzuflen, ob wir in der Lage sind, für das Staatsbad Salz zu produzieren. Wir haben nicht lange gezögert, weil wir klar in der Position sind zu sagen, ja, schaffen wir. Wenn dort diese Flüssigkeit aus der Erde heraus laufend, sprudelnd, dann über Gradierwerke läuft, genau das machen wir bei uns nicht anders. Wir haben nur Matten in kleineren Flächen angeordnet und schaffen so die Aufgradierung in einer deutlich kürzeren Zeit, wie die Kollegen in Bad Salzuflen. Wir haben eine Anlage, die in der Lage ist, eben aus einer Flüssigkeit Gips, Kalk und Magnesium herauszuziehen. Und gerade bei Sohlen ist sie sehr empfänglich. Dafür ist sie nämlich gemacht. Und als wir die erste Probe bekommen haben vom Staatsbad, das waren 37.000 Liter Sohle, haben wir trotzdem ein bisschen gegrübelt, ob so eine Menge da jetzt durchzujagen ist. Und die Güte, die wir da geerntet haben nach diesen 10 Produktionstagen, die ist unglaublich gewesen. Also eine Struktur, eine Körnung, eine Qualität in Farbe, die man kaum mit irgendeinem Siedesalz vergleichen kann. Heute haben wir zum ersten Mal nach über 70 Jahren wieder eigenes Salzufler Salz in der Hand. Als Geschäftsführer von Staatsbad Salzuflen bin ich richtig stolz darauf, dass wir das Produkt wieder zurück in der Stadt haben. Und es ist von hoher Qualität und ich bin total begeistert, dass wir mit diesem hohen Qualitätsanspruch, den wir jetzt mit diesem Salz erzielen, glaube ich, die ganze Region begeistern, wie toll Thermalsohle auch schmecken kann.